Oh yeah, heute machen wir Kakashi in billig. So, junger Shinobi, willkommen zu unserem Augen-Sharingan-Trick-Effekt, den du auch für andere Sachen wie zum Beispiel tote Augen benutzen kannst. Du solltest allerdings ein paar Details dabei beachten. Du solltest deine Aufnahme auf jeden Fall so planen, dass du möglichst wenig blinzelst, weil das wird dann am Ende schwieriger. Okay. Gehen wir rein in DaVinci Resolve. Mit deinem geschnittenen Clip möchtest du auf jeden Fall hier unten in Fusion gehen. Und darf ich dir noch ein Geheimnis verraten? Unter diesem Tuch trage ich immer ein zweites. Okay, zum grundlegenden Ablauf des Effekts. Du möchtest eigentlich ein Overlay, also sowas wie eine Pupille, auf deine Augen setzen. Dazu solltest du deine Augen tracken und dann eine Maske ringsrum ziehen. So, damit die Pupille, die wir da einsetzen, quasi nur dort angezeigt wird, wo deine Augen auch sind. Und damit wir uns dabei so wenig Arbeit wie möglich machen, fangen wir an mit dem Tracking. Zuallererst droppen wir hier eine Tracker-Node rein, die wird uns nachher so viel Arbeit abnehmen. Du möchtest mit dem Tracker deine Augen tracken. Dabei ist es wichtig, dass du nicht geblinzelt hast, weil dann kann es sein, dass der Tracker abspringt. Und da gibt es zwei Dinge, die du tracken kannst. Einmal die Iris selbst, also das Schwarze, und einmal die grundlegende Position deines Auges. Da wir zuallererst die grundlegende Position unserer Maske um die Augen tracken wollen, ist es hilfreich, Punkte zu nehmen, die permanent bestehen bleiben, also sowas wie die Augenbraue oder hier die Seiten von den Augen. Und deswegen fange ich mal an, hier die Innenseite zu tracken. Und den tracke ich von vorne nach hinten durch. Den Tracker stellen wir am besten auf Best Match und dann geht es von vorne nach hinten durch. Dieser Tracker wird uns nachher mega viel Zeit sparen. Okay, nachdem wir jetzt getrackt haben, wird es Zeit, eine Maske um unsere Augen zu ziehen. Und das geht mittels einer Polygon-Node. Indem wir jetzt hier einfach eine Polygon-Node hier reinziehen und eine Maske um unser Auge ziehen. Okay, wenn ich jetzt eine Maske um mein Auge gezogen habe, dann möchte ich auf jeden Fall, dass sich das ja mitbewegt. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier unten auf Center bei dem Polygon, klicke mit Rechtsklick drauf, Connect to und jetzt den Path von dem Tracker. Das bedeutet, meine Polygon Mask geht jetzt automatisch mit dem einen Auge mit. Aber du siehst, es hat sich jetzt voll woanders hin verschoben. Deswegen muss ich jetzt hier oben in die Modifiers gehen und hier nochmal das Center anpassen, so dass mein Tracker da ist, wo es hingehört. So, unsere Maske folgt jetzt schon mal unserem Auge, aber noch nicht der Augenbewegung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache oder sowas, dann bewegt sich die Maske nicht mit. Und das müssen wir jetzt nochmal per Hand anpassen. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du in der Zeitleiste hin und her gehst und die Maske so ein ganz kleines bisschen verschiebst. Es werden dadurch automatisch Keyframes gesetzt, wie sich die Maske dann bewegt. Du kannst hier bei Right-Click for Shape Animation kannst du natürlich auch zwischen den einzelnen Keyframes hin und her springen und gucken, ob das so passt. Bam! Und wenn du es einmal durchgegangen bist, dann gehst du zu dem Punkt, wo du dein Auge öffnest oder in meinem Fall, wo ich hier zumache und zieh die Maske nochmal ein bisschen enger und animiere quasi, dass die Maske zugeht. Also hier ein Frame vor, zurück, so. Und jetzt, wo das Auge noch nicht da ist, möchte ich auf jeden Fall noch ein Frame zurückgehen, hier ein Keyframe bei dem Level setzen, den auf 0 stellen, damit hat die Maske keinen Effekt. Eins weiter vorgehen und sagen, so ab jetzt ist das Maskenlevel da. Okay, wir haben unsere Maske fertig. Jetzt geht es daran, das Sharingan in unsere Augen reinzusetzen. Und ich habe dir dafür schon mal was vorbereitet. Unten in der Beschreibung findest du einen Link zu einem Download-File mit einer Sharingan-Animation. Habe ich doch gerne für dich gemacht. Und wenn dir gefällt, dass ich dir da schon was vorbereitet habe, dann klick doch mal den Like-Button, ey. Okay, gehen wir da rein und schauen uns an, wie wir das Ganze einfügen. So, das Sharingan-Settings-File kannst du dann einfach in Fusion reinziehen. Und es entblättert sich und du siehst erstmal, du siehst voll viele Nodes, aber jetzt mal ganz in Ruhe. In diesen Kästen hier hast du schon vorbereitete Presets, wie das von Sasuke, das von Itachi war das. Und dann haben wir hier noch das normale Sharingan, was du in der Duplicate-Node auch noch
quasi in drei Punkte einteilen kannst und animieren kannst, wie du willst. Und dann haben wir natürlich das, was ich jetzt hier genommen habe. Und da musst du eigentlich immer nur von dem Background in diesen kleinen Blubus hier reingehen. Und dann hast du da hinten das Merch, was dir quasi das gesamte Sharingan ausspuckt. Und da ich hier nur das von Kakashi haben will, kann ich die anderen Teile löschen. Die sind noch in dem Settings-File gespeichert. Also falls du sie jemals nochmal brauchst, kannst du sie dir ganz einfach reinholen. Dann markiere ich einfach mal alles kurz mit Rechtsklick drauf. Und dann Group. Bam. Damit habe ich eine Node, die ich hier weiter bearbeiten kann. Okay, um das Sharingan jetzt in unser Auge einzufügen, suchen wir uns jetzt hier eine Merge-Node raus und verbinden die hinter unserem Media-In rein. Und dann gehen wir von unserem Sharingan in den grünen Pfeil der Merge. Und du siehst, unser Sharingan wird auf unserer Fresse angezeigt. So, und jetzt können wir das Ganze verkleinern und dahinsetzen, wo wir es haben wollen. Und jetzt kommt die Polygon-Node ins Spiel, die wir vorhin gemacht haben. Denn die verbinden wir einfach in den blauen Pfeil vom Sharingan. Und schon siehst du, wird unser Sharingan beschnitten. Und jetzt sieht es quasi so aus, dass ich auch tatsächlich sowas wie ein Sharingan habe. Aber wir haben hier jetzt noch mehrere Probleme. Und das größte Problem ist folgendes. Wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann bewegt sich ja die Pupille gar nicht mit. Und das lösen wir mittels eines Trackers. Das bedeutet, ich gehe nochmal in mein Media-In und suche mir mit Shift-Space eine Tracker-Node raus, eine neue, die einen neuen Track macht. So, ich gehe zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal mein Auge aufmache und möchte hier mein Auge tracken. Jetzt möchte ich im Adaptive Mode wieder auf Best Match klicken und dann hier Track von diesem Frame aus nach vorne. Und wir klicken auf Go und da rödelt er einmal von vorne nach hinten durch. Und diese Tracking Data, die nehmen wir jetzt gleich, um ebenfalls wie mit unserem Polygon die Position unserer Iris, also unseres Sharingans, zu bestimmen. Und wenn wir dann fertig mit dem Tracken sind, dann klicke ich ganz einfach auf meine Merge, gehe in das Center mit Rechtsklick drauf, Connect to und jetzt habe ich hier, da mein Tracker 3 hieß, habe ich jetzt hier Tracker 3 Path Position. Und jetzt folgt unser Sharingan diesem Tracker. Aber wir sehen hier noch mehrere Probleme und zwar, das Sharingan ist viel, viel schärfer als mein eigentliches Auge und Nummer 2, wir haben in dem Auge die Reflexion, die wir hier hatten, voll verloren. Also diese Reflexion des Lichtes, was ich hier benutzt habe. Übrigens, Link zum Licht in der Videobeschreibung. Und diese Sachen kann ich ganz einfach fixen. Zuallererst holen wir uns hier eine Blur-Node rein und wir blurren das Ganze ein bisschen, dass es ungefähr so aussieht wie unser Auge. Dann muss ich sagen, finde ich das noch auch viel zu saturiert. Dazu können wir uns einfach hier eine Brightness Contrast Mode reinziehen und auch hier die Saturierung etwas runternehmen. Als nächstes holen wir uns die Lichtreflexion wieder. Und dazu schiebe ich mal mein Media In mal eins nach oben so ein bisschen, damit wir das ein bisschen besser sehen. Und ich hole mal die Polygon Node hier nach unten. Und jetzt holen wir uns mit Shift Space einen Luma Keyer hier rein, gehen von dem Media in den Luma Keyer und wenn wir uns den anzeigen lassen, dann können wir jetzt quasi rausnehmen, alles das, was nicht weiß ist. Und dann holen wir uns noch eine Merge-Node hier dahinter und wir gehen von dem Lumak hier in den grünen Pfeil der Merge-Node. Und du siehst, ich habe meine Reflexion wieder. Aber diese Reflexion möchte ich nur auf das Auge beschränken und glücklicherweise haben wir ja schon mal eine Polygon-Node, also eine Maske, angelegt. Das heißt, ich verbinde einfach jetzt von meinem Polygon hier in das Merge rein. Bam! Und damit haben wir unsere Reflexion vom Ursprungsclip wieder. Und das ist das Coole, dadurch, dass wir jetzt quasi die Ursprungsreflexion nutzen, haben wir den extra Realismus und es sieht nicht einfach so aus wie einfach nur aufgeklatscht, ne? Und damit hätten wir quasi den Sharingan-Effekt eingefügt. Aber lass es nicht nur auf das Sharingan ankommen, denn du kannst ja natürlich das Ganze auch mit Paints, Augen und so weiter machen. Und du kannst ihn natürlich auch so tweaken, wie du ihn haben willst. Falls du noch eine Frage hast, schreib sie mir doch unten in die Kommentare. Viel Spaß beim nächsten Video, was du hier drüben siehst. Und wir sehen uns dann ein andermal, Kameramagier. Ciao!